Das Stadtradl. Im Jahr 2022 erstmals fast im ganzen Landkreis Gießen zeitgleich durchgeführt. Der Versuch von Verkehrswendeinitiativen und dem Aktionsbündnis Schulen aufs Rad, die Kommunen dazu zu kriegen, während des Stadtradelns die Verkehrsverhältnisse schon mal zu verbessern. Zum Beispiel durch die Einrichtung von Fahrradstraßen zwischen den Orten oder zu den Schulen. Daraus wurde nichts. Das war sehr enttäuschend. Fast nirgendwo konnte erreicht werden, dass die Kommunen tatsächlich etwas fürs Fahrradfahren machen, und so wurde aus deren Sicht das Stadtradeln wieder eine Art Greenwashing für beschissene Verhältnisse, nämlich für Orte, in denen das Fahrradfahren gefährlich und sehr umständlich ist. Die Leute sollten über einen Wettbewerbscharakter zum Fahrradfahren gebracht werden und das Ganze als reine PR-Schau ohne wirkliche Verbesserung. So war das Stadtradeln Jahr für Jahr gewesen, es sollte sich diesmal ändern, das gelang nicht. Aber was gelang, war, die ganze erste Hälfte des Stadtradelns zu einer Aktionsserie zu machen, als Werbung dafür, dass wenigstens danach endlich etwas auch zum Besseren passiert. Und es begann am allerersten Tag des Stadtradelns in Gießen auf dem Anlagenring, der jetzt endlich zur Fahrradstraße werden sollte, jedenfalls zur Hälfte. Danach folgten etliche Aktionen in Orten des Landkreises. Super!
Die Bilanz: einige gute Aktionen in mehreren Orten des Landkreises Gießen, angefangen von der großen Auftaktaktion in Gießen und dann in mehreren Orten. Enttäuschend: kaum eine Gemeinde hat irgendetwas verbessert für das Radeln in ihrer Kommune, aber sie werben für das Fahrradfahren trotz der schlechten Bedingungen. Das ist zu wenig. Wir werden mit Aktionen weitermachen. Es wird etliche Aktionen in den nächsten Monaten geben, in den verschiedenen Orten des Landkreises Gießen. Und wir werden nicht ruhen, bis ein gutes Fahrradstraßennetz, ein richtig guter ÖPNV und bessere Bedingungen für Fußgängerinnen, autofreie Zonen in den Ortszentren und um Kindergärten und Grundschulen durchgesetzt sind. Das ist schließlich unser Ziel. Und bis dahin werden wir weitermachen. In einigen Gemeinden des Landkreises gibt es noch gar keine Verkehrswende-Initiativen. Wir helfen dabei, solche aufzubauen. Wendet euch an uns.